So Leute, heute mal etwas anderes. Naja, was heißt etwas anderes? Ich habe ja schon vorher auch solche Videos gemacht. Allerdings habe ich jetzt etwas geschafft, was ich, naja, was mich eigentlich überrascht hat, dass das alles so schnell dann auf einmal ging. Und zwar habe ich die 100 Abonnenten erreicht. Also ich kann nochmal nachschauen. Also gestern waren es 100 Abonnenten, dann war es aber zu spät für ein Abo-Special. Jetzt habe ich schon 108 Abonnenten mittlerweile. Es geht irgendwie relativ schnell voran und ja, deswegen jetzt heute ein 100 Abo-Spessel. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass es kein 108 Abo-Spessel ist. Ich meine, bis das Video rauskommt, ist wahrscheinlich, habe ich wahrscheinlich noch mehr, weil es steigt aktuell ziemlich schnell an und da möchte ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken für die 100 Abonnenten. Das ist nicht selbstverständlich alles. Es ging auch in meinen Augen relativ schnell dann. Ich habe ja einen Monat schon Videos gemacht. Da, ja, da hatte ich dann 5 Abonnenten am Schluss. Und dann auf einmal habe ich Minecraft gemacht, dieses 50 Tage Hardcore. Und auf einmal stieg das dann an. Das Video hat, glaube ich, mittlerweile fast 5000 Aufrufe. Das zweite Video dazu hat, da müsst ihr jetzt nachschauen, wenn über 1000, 1200, 1300, genau weiß ich es nicht mehr tatsächlich. Ja. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Größte, was es angeht, Spaß zu machen. Allerdings kann man es vielleicht schon am Thumbnail erkennen, was der heutige Plan ist. Heute hat uns der Dr. Cheater hier, ja, hallo, hat eine besondere Bastion geortet. In dieser soll sich ein großer Goldschatz befinden. Dieser wird allerdings von 100 Picklin Brutes, von 100 Picklin Barbaren bewacht. Willst du nicht aufstehen? Okay. Der bleibt jetzt sitzen, ne? Und jetzt 100 Pickel in Barbaren sind natürlich ziemlich stark und er steht auf hart. Jetzt mal bitte. Ja, das ist natürlich ein schwerer Kampf. Deswegen haben wir da oben natürlich einen Beacon, der uns auch gleichzeitig während des Kampfes unterstützen soll. Wir können uns dann einen Effekt aussuchen, ich weiß nicht welchen. Und der Dr. Cheetah war so freundlich, uns ein bisschen Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist doch mal eine ordentliche Menge. Ich habe Infinity auch auf die Crossbow gepackt, weil das geht in Crea, da kannst du irgendwie alles auf alles draufhauen. Allerdings funktioniert das auf der Crossbow nicht. Ich meine, ich habe es noch nie ausprobiert. Wer hat das schon ausprobiert? Holen wir uns erstmal die Rüstung hier raus. Wow. Nice. Ja, Schild. Ich weiß, Picklin Barbaren haben Äxte, können das Schild durchbrechen und so. Allerdings, ja, solltest du vielleicht trotzdem mal ein Schild dabei haben. Ich meine, ein Block geht schon damit, ne? Dann habe ich hier Gaps, jede Menge. Goldene Karotten, Totems of Undying. Ich habe natürlich gestern mal ausprobiert, ob das überhaupt möglich ist, was ich hier vorhabe. Und das scheint mit dieser Ausrüstung irgendwie auf jeden Fall möglich zu sein. Ja, Mann. Ich habe, glaube ich, Piercing, ne? Kann mir ziemlich helfen, glaube ich, bei der Menge an Picklins. Dann natürlich Knockback und Punch auf den Bogen und aufs Schwert und so gepackt, damit ich die auch immer auf Distanz halten kann. Wenn die mal rankommt, dann tut's weh. Und ich glaube, es sind 25% Chance, die Axt als Chance hat, ein Schild zu durchbrechen. Das heißt, für 5 Sekunden 4 Angriffe heben im Durchschnitt für 5 Sekunden ein Schild auf. So, der Dr. Cheetah hat uns natürlich ja auch schon einen Teleporter zur Verfügung gestellt, der uns aufs Dach der Einrichtung bringt. Dieses werde ich jetzt usen. Und hier ist der Assistent vom Dr. Cheetah, der gute Dinnerbone. Das ist sein Assistent und hier hat er den Beacon quasi schon vorbereitet, wo wir uns einen der Effekte aussuchen können. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich nehmen sollte. Ich könnte natürlich Stärke nehmen, wodurch ich sie schneller zusammenhauen würde. Schnelligkeit, um vor ihnen schneller wegzukommen. Jump Boost, Regeneration. Ich glaube, ich entscheide mich aber mal für Resistenz. Überlegst du den Schuss? Ich meine, ich will es nicht Herausforderung. Ja. Jedenfalls ist dort vom guten Dinnerbone. Kann ich dich wieder einsammeln? Ne, weil du vom Infinity-Bogen geschossen wurdest, oder? Da kann ich dich nicht einsammeln. Genau. Ja, die Tools sind alle unzerstörbar. Die habe ich jetzt mit kleinen Cheat noch so gemacht. Ich meine, ich denke mal eh nicht, dass das große Problem wird. Ja. Und wir müssen jetzt in die Bastion einbrechen und den Goldschatz holen, der allerdings von 100 Picklin-Barbaren bewacht wird. Also, ja. Natürlich nochmal gesagt, ich bedanke mich wirklich herzlich für die 100 Abonnenten. Das ist wirklich ein großer Sprung. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so schnell geht. Und
Also es ging ja dann wirklich schnell, wenn ich die alten Videos mitverfolge. Deswegen mache ich natürlich weiter mit 100 Tagen und 50 Tagen Hardcore-Videos. Das nächste ist ja auch schon in voller Produktion. Ja, in voller Produktion, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und hier scheint ziemlich ruhig zu sein aktuell. Ja. Der geheime Goldschatz. Oh mein Gott. Da müssen wir hin. Ah! Eine Falle, wer hätte das gedacht? Die Piglins. Oh Gott, sind die stark. Wir werden alle draufgehen. Jungs, die sehen mich nicht. Was für Opfer. Also die Piglin-Barbaren. Holy shit, sind die schnell. Das hätte ich vielleicht nicht gedacht. Bleiben Sie weg von mir. Die Piglin-Barbaren sind ziemlich schnell. Es scheinen mich aber nicht alle gesehen zu haben. Also die spawnen ja nicht alle auf einmal. Es sind nur 5 Stück, der Rest ist. Oh Gott, das heißt aber auch, wenn ich jetzt runtergehe und die restlichen holen werde, dann ist dort unten Full House. Okay, warte, warte, ich habe eine Idee. Jungs? Also, wir müssen es ja noch nicht so machen. Wir können doch einfach Freundschaften schließen. Ich glaube, wir werden sowas von draufgehen bei dieser Situation. Wer hat sich das Abo-Special ausgedacht? Regie? Holt mich hier raus? Oh mein Gott. Ich bin froh, Resistenz 2 genommen zu haben. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, sind wir im obersten Stockwerk. Ich mache euch alle fertig. Yes. Also, ich hätte das vielleicht vorher zeigen sollen. Aber ich hatte keine Piglin-Boots getötet. Also, ich habe jetzt 10 Stück getötet, also 90 Stück noch. Ich habe ein paar Wölfe umgebracht. Bitte nehmt mir das nicht übel. Sie waren nur Testsubjekte. So, Jungs und Mädels, wie auch immer. Frau, Mr. und Mrs. Ah, hier ist ein Schlagloch. Was wollte ich jetzt aber sagen? Ja, nice, der Rest hat mich nicht gesehen. Ich blocke dich. 25% sagten sie. Vielleicht, er hat eine verzauberte Axt vielleicht gehabt. Dann erhöht sich das Proeffizienzstufe natürlich. Juhungs. Ach du Kacke. Ich glaube, mittlerweile sind alle da. Also ich habe das ja wegen. Ey, das heißt doch 25%, oder haben die auf hart irgendwie 100% Chance? Vielleicht haben sie es bei denen erhöht. Das kann natürlich sein, ne? Also, was ich eigentlich noch ansprechen wollte, ja, natürlich, wie gesagt, ich habe ja gemerkt, die erfolgreichen Videos auf meinem Kanal waren dann die 50 und 100 Tage, heilige Kacke, die kommen schnell, ja, die 50 und 100 Tage Hardcore-Videos. Deswegen wird es natürlich weiter diese Art von Videos geben, weil aufhören, warum sollte ich aufhören, wenn euch das gefällt? Bringt mir ja nichts. Allerdings dauern solche, die hat mich vergessen. Ich will nicht wissen, wie viele da unten schon rumstehen. Allerdings dauern solche Videos natürlich. Oh Gott. Dauern solche Videos natürlich ihre Zeit. Weshalb diese nicht so oft kommen werden. Also, ihr habt es gemerkt, vielleicht der erste Part kam. Weiß ich nicht mehr genau. Der zweite Part kam 12 Tage danach, ungefähr. 13 Tage danach. Und das netter. Ja. Das netter Hardcore-Level wird jetzt noch ein wenig hinterherhängen. Oh mein Gott. Aber es sollte nächste Woche irgendwann kommen. Vielleicht Ende nächste Woche oder so. Also in einer Woche ungefähr. Dieses Video rauskommt. Ich gebe mein Bestes, das natürlich so schnell wie möglich alles zu machen. Haben die mich gesehen? Ich ziehe mir meine goldene Apfel rein. Ich gebe natürlich mir die beste Mühe, das so schnell wie möglich. Jungs! Ach du Kacke. Das so schnell wie möglich fertig zu machen, aber es wird natürlich immer dauern. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich in regelmäßigen Abständen. Nicht so oft, aber halt, dass es nicht so lange von Video zu Video dauert. Kleinere Videos hochlade. Heilige Kacke, jetzt sind die schnell. Ich hätte mir eindeutig Speed holen sollen. Ja, oh Gott, die sind wirklich schnell. Ich werde kleinere Videos hochladen. Zum Beispiel Bed Wars oder sowas. Was halt nicht viel Mühe kostet, dass ich währenddessen halt meine Zeit in das andere Video stecken kann. In dem Falle das halt 50 oder 100 Tage Hardcore-Video. Ja, und dann muss man nicht so lange auf ein Video warten. Diese Bed Wars-Videos oder so, oder was weiß ich, kleinere Minecraft-Projekte werden da natürlich einfach gehalten sein. Es wird nicht viel gecuttet sein, weil ich will die Zeit dann logischerweise für andere Videos verwenden, also für das andere, in dem Fall das Hardcore-Video. Ja. Sonst gibt es dazu nicht viel zu sagen. Wenn ich natürlich merke, dass diese Art von Videos nicht gut ankommt, dann höre ich auf damit und tue auch die Zeit, die ich in diese Videos stecke, was nicht viel sein wird. Auch in das Hardcore-Video stecken. Oh Gott, ich höre gerade der Werfers, der Spawner. Wie heißt der Dispenser? Der ist leer. Das heißt, es stehen alle unten.
Oh Gott, ich hab Ei. Juhungs. Warum? Ja, es hat mich nur einer gesehen. Juhu, ich hau ich einfach hier oben zusammen. Ich habe hier übrigens einfach so eine. Was ist das für eine Bastion? Irgend so eine Bastion, wo die Hoglins drin spawnen, auf jeden Fall. Die habe ich genommen, ein bisschen umgebaut. Ja, das war's eigentlich schon. Ich habe die einfach ein bisschen umgebaut. Den hinteren Eck natürlich weggelassen. Ich habe nur diesen Eck genommen, wo die Hoglins sind. Hab hier überall was reingemacht, dass man fest stehen kann. Hab ein paar Schlaglöcher natürlich gelassen. Hab das so gebaut, dass die Piglin Brutes sich nicht an Fallschaden umbringen können, dass hier am Schluss 100 Piglin Brutes steht. Ich muss jetzt in das Gemetzel runter, natürlich. Was ich jetzt auch noch zu sagen habe, ist, ja, die Audioqualität. Man hat vielleicht gemerkt, ach du heilige Scheiße, wir werden alle sterben. Man hat vielleicht gemerkt, dass die Audioqualität nicht unbedingt die beste ist. Ich glaube, das ist 100% bei denen, Alter. Ja. Das Ganze habe ich natürlich dann versucht zu verbessern, weil ich habe eigentlich schon ein relativ gutes Mikrofon mit dem Rode NT-USB, ist das, glaube ich. Habe mich dann gefragt, warum das Tropfsinn so schlecht ist. Ich glaube, das ist höher bei denen. Das ist bei denen sowas von höher. Ja. Aber das Mikro. Ich weiß nicht, das benutzen eigentlich auch andere und die Audioqualität ist bei denen auch besser, habe ich mich gefragt. Woran kann denn das liegen? Dann habe ich irgendwann gemerkt, spinne ich oder wird die Audioqualität, nicht die Videoqualität, schlechter, wenn ich das in mein Schneideprogramm lege? Dann habe ich gesehen, sie wird tatsächlich schlechter, wenn ich die Videos in DaVinci reinlege. Das ist mein Schneideprogramm. Die Audioqualität wurde aus unerklärlichen Gründen schlechter. Sie wurde lauter und hat irgendwie mehr Gehalt und naja. Das Endergebnis lässt sich sehen. Die beiden Hardcore-Videos wurden nämlich schon mit diesem Mikrofon aufgenommen. Allerdings habe ich mich dann gefragt, warum wird das schlechter? Ich habe an der Audio nichts rumgeschraubt eigentlich und naja. Ich habe dann natürlich gegoogelt. Die haben auch keine Ahnung gehabt. Da hatte eigentlich niemand das Problem, bis auf einen habe ich gefunden, der dieses Problem hatte. Ja, und der hatte auch keine Ahnung. Dem konnte niemand helfen. Der hat dann sein Schneideprogramm gewechselt. Und ja. Wenn niemand eine Ahnung hatte, fürchte ich, werde ich dasselbe tun müssen. Und zwar mein Schneideprogramm wechseln. Ich meine, es gibt da draußen ja noch jede Menge andere Schneideprogramme. Ich habe das auch schon ein bisschen ausprobiert. Die Audio klang dann wesentlich besser. Ja, soll ich da einfach mit meiner Piercing-Armbrust reinschießen jetzt, oder? Jungs. Oh, fuck, wir werden alle draufgehen. Ich habe die Armada geholt. Shit, shit, shit. Oh, Scheiße. Fuck, fuck. Ey, ich muss die einfach kiten. Ich muss die kiten die ganze Zeit. Wie war das nochmal mit dem Kiten? Ha, bitte sag mich, hab hier. Ja, hab ich einen Weg. Ich glaube, wir rennen gerade 58 Piglin-Barbaren hinterher. Jungs, wir müssen doch nicht alles immer so feindlich klären. Hier ist ein bisschen voll irgendwie. Ich weiß nicht. Okay, ich glaube aber, die Armbrust ist schon OP, besser als der Bogen, weil mit Piercing macht die einfach gut Schaden. Also, ich weiß nicht, aber irgendwie höre ich nur Piglin-Barbaren. Alter, ich kann nicht mal was essen. Was ist denn das? Nee, kein Bock. Digga. Was? Die haben mich ausgebremst. Ich muss hier runterlocken und dann auf der anderen Seite hochgehen. Ich könnte draufgehen hier, Junge. Wir gehen ganz nach oben. S, 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 S. Hä? Wo ist der Rest? Der kommt sicherlich noch. Aber die tun irgendwie, vielleicht liegt es ja wirklich am Schwierigkeitsgrad, weil das Schild ist mit einem Schlag kaputt. Also ich kann nur einen Schlag irgendwie blocken von denen. Also jetzt wie gesagt, ich habe jetzt neue Schneideprogramme. In diesen ist die, hallo, Audioqualität besser irgendwie, wird nicht so verzerrt, sage ich jetzt mal. Also ich habe noch kein richtiges. Ich habe da eins, das ist ab. Damit komme ich eigentlich ganz gut klar, ja. Aber ich habe auch noch ein anderes. Ich entscheide mich jetzt zwischen denen einfach und naja. Ich meine, in beiden klingt die Audioqualität ganz normal. Ich weiß nicht, warum die DaVinci, wie gesagt, so verzerrt ist. Juhu. Oh Gott, das meint ja wirklich ernst hier. Sag mal, seid ihr eigentlich alle männlich? Wir sitzen hier in der Sackgasse, ne? Aber ich kann sie gut kiten. Ich hab die Weschen gut umgebaut. Wobei ich das nicht mal wollte. Ja, klar wollte ich, dass ich sie hier schön durchkiten kann und vorhin wegrennen kann. Aber es war nicht der Plan, dass es dann so ausgeht.
meine, das ist wirklich relativ einfach eigentlich. Ich renne hier einfach im Kreis und schieße regelmäßig mit meiner Piercing-Crossbow hier rein. Er gibt den richtig. Und die geben mir auch richtig. Ja, okay, ich bin natürlich OP ausgerüstet. Das muss ich jetzt auch mal dazu erwähnen. Aber ich töte sie gut. Ich töte sie gut. Ich kümmere mich wirklich gut um die. Alter Schwede, was ist denn das? Lass wieder runtergehen. Okay, ja. Sonst natürlich wegen den Videos nochmal. Auch wenn ich nochmal auf die Videos zurückkommen darf. ja. Aktuell ist hier eine ziemlich heiße Phase und ich rede nicht nur vom Wetter. Oh, die Crabs sind die schnell. Nicht nur vom heißen Wetter. Mein Zimmer hat, glaube ich, 27 Grad oder so. Ich schwitze ja auch gerade ein bisschen. Das liegt nicht nur am Kampf, glaube ich. Und zudem, ja, wenn ich jetzt auch was eingeben soll. Ich bin 17, ich bin noch Schüler und ich lebe in Bayern. Weshalb sich erst jetzt bei mir langsam die Abschlussprüfungen nähern. Und dafür muss ich mich natürlich auch vorbereiten. Das kostet mir natürlich auch ein bisschen Zeit. Und das will ich mir natürlich nicht versauen. Alter, ich mache euch fertig. Aber das soll ich eigentlich ganz gut hinbekommen. Ich versuche trotzdem natürlich nebenbei immer die Videos weiterzumachen. Und wie viel EP droppt ihr? OP, Junge. Wie viele leben von euch mal noch? Andere Frage, ne? Ich hätte nach unten gehen sollen. Fuck. Okay, das ist nur einer. Den mache ich jetzt fertig. Ich habe auch eine Axt. Die ist bei so vielen Gegnern absolut useless. Die ist so useless bei so vielen Gegnern. Shoot. Ich habe noch keinen Totem verbraucht. Zu meiner Verteidigung. Gott sei Dank ist meine Rüstung unzerstörbar. Uhu, wie viele leben von euch denn noch? 39 Stück. Also es geht voran, muss man mal sagen. Ja. Also sonst natürlich wie jetzt nochmal alles kurz gefasst. Es kommen weiter Hardcore-Videos, logischerweise. Nur, dass in Zukunft noch ein paar kleinere Videos kommen werden. Damit ihr nicht so lange Durststrecken habt. Ja, sonst natürlich in nächster Zeit muss ich mich auf andere Sachen auch noch konzentrieren, weshalb das vielleicht alles ein bisschen länger dauert. Aber trotzdem gebe ich mir natürlich immer die beste Mühe für die Videos. Ja, dank meinem neuen Schneideprogramm gibt es dann auch bessere Audio, hoffe ich zumindest. Ich hoffe nicht, dass das einfach nur ein doofer Zufall war und die Audio jetzt genauso scheiße klingt wie sonst auch. Ja, das ist eigentlich alles, was ich noch sagen wollte hier. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch die restlichen 69, 31 Picklins umbringen. Und scheiße, mir ist richtig heiß auf diesem Stuhl. Ich schwitze hier wirklich. Ich glaube, das liegt nicht nur an euch, Kollegen. Bei mir ist heißer als im Nether. Grüße geht raus an alle Leute, die im Dachgeschoss leben. Das tue ich nicht. Ich glaube, wenn ich in ein Dachgeschoss leben würde, oh, das wäre so ätzend für mich. Das wäre so heiß dort, Junge. Das wäre mir zu heiß. Ich bin eigentlich eher der Mensch, der mit Kälte besser zurechtkommt, als mit der Hitze. Oh, das sieht aber gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ich glaube, wir haben da mal viele. Nice, nice, nice. Hier oben ist nichts mehr. Aber unten leben natürlich noch jede Menge. Ja, 15 Stück nur noch. Ich hab's fast. Dann ziehen wir uns jetzt ein Gap rein. Gehen runter und hauen den restlichen Piglin-Barbaren dort unten. Ach du Kacke, die kommen ja hoch. Ich wollte zu euch runterkommen, Jungs. Also okay, mein Schwert, ja, Piercing Armbrustweste. Uff, könnte mal viele sein. 9 Stück sind es nur noch. 9 Stücke, viele goldene Äxte habe ich mittlerweile schon. Gar nicht so viele. Ey, da steht, die macht 7 Attack Damage. Ich werde, wenn ich jetzt meine Rüstung ausziehe und Resistenz wegmache, macht ihr mehr Schaden. Als 7 Attack Damage. Das sind irgendwie gefühlt die stärksten Mobs im Spiel. Steht's noch auf Hard? Ja, steht's. Ich höre nichts mehr. Sind aber nur 94 angeblich. Ich hoffe nicht, dass ich ein paar irgendwie zu Tode gequetscht habe. Aber ich höre nichts mehr. Stille. 6 Piglin Brutes, die fehlen. Ich habe in jeden Dispenser 20 Eier reingeworfen. Ich hatte 5 Stück. 5 mal 20 ist 100. So gut bin ich auch noch. Oh, das sind ja noch 6 Stück. Woher kommen die denn? Keine Ahnung, was mit den anderen passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn sie so eng gespawnt sind, dass sie sich zu Tode gequetscht haben.
Fallschächte soll es eigentlich keine geben, in denen sie sich hätten runterschubsen können, wo sie sich umbringen hätten können. Naja, dann halt die restlichen so. Jetzt haben wir 100 Pick'em Boots getötet. Wow. Relativ schöne Kampfarena eigentlich gewesen, muss ich mal dazu gesagt haben. Ich könnte das auch mit mehr machen. Natürlich haben mich nicht alle auf einmal gesehen. Ich hätte mich natürlich auch ganz langweilig einfach alles spawnen lassen können und mich drei Blöcke nach oben bauen können und sie dann killen können, aber das war jetzt wirklich nicht, was ich vorhatte. So, ihr seid leer. Wo ist der geheime Goldschatz? Dr. Cheat hat mich betrogen. Ah. Toilettenpapier. Perfekt, was ich brauche. Ich glaube, wir haben unsere Mission erfüllt. Wir haben die Picklin Boots getötet und wir haben den Goldschatz gefunden. Wie komme ich jetzt hier raus? Assistent Dinnerbone, könnten Sie mir mal bitte eine Hand reichen? Ach. So ein Drecksköter, ich sollte sie alle feuern. Ey, da bezahle ich denen schon die Hälfte des Mindestlohns und trotzdem helfen mir die nicht. Oh, toll. Pass auf, ich komme jetzt zurück mit dem Goldschatz. Dr. Cheetah wird Augen machen. Vertrau mir. Ja, eine Bastion auf dem Bedrock. Wer kennt's nicht? Oh mein Gott, Dr. Cheetah, Sie glauben nicht, was ich gefunden habe. Sie hatten recht. Toilettenpapier. Wie? Wie, das war letztes Jahr noch viel wert? Ist es dieses Jahr nicht mehr viel wert? Willst du mich verarschen oder was? Ich bin jetzt da reingegangen, habe 100 Picklimperbahn getötet und ich krieg nichts von dir? Da drin war kein Gold. Das ist das Wertvollste, was ich gefunden habe. Ich suche mir einen neuen. Dr. Cheetah. Nein, Dr. Cheetah, was habe ich getan? Hundert Picklin Boots weniger? Ja. Das war irgendwie leichter, als ich dachte. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Ja, dann am Schluss sage ich euch nochmal danke, danke für diese vielen, vielen Abonnenten, für die 100 Abonnenten. Ich werde mich darum kümmern, dass natürlich immer weiter Videos auf diesem Kanal erscheinen werden. Und warum wächst hier auf dem Bedrock eigentlich? Pilze? Bedrock. Was soll ich jetzt mit meinem Toilettenpapier machen? Das ist jetzt, wie nennt man das nochmal? Community. Ich verlose das Toilettenpapier. Schreibt mir einen Kommentar, warum ihr diese 64 Papier, die an den Amboss Toilettenpapier genannt worden, haben wollt. Habe ich das richtig überhaupt geschrieben? Ach, ist doch egal. Ich gehe jetzt nach Hause. Die Picklin-Barbaren, ey. Konnten alle nichts. So. Das war dann mein 100-Abo-Spessel. Ich versuche mir in Zukunft noch was weiteres einfallen zu lassen, außer ich merke, dass das 100-Abonnenten-Spessel niemanden juckt. Lol. Es wird in Zukunft weiter Hardcore-Videos geben. Ich glaube, wie oft habe ich das jetzt schon erzählt? Das ist, glaube ich, das 200. Mal. Habe ich nicht mitgezählt, auf jeden Fall. Meine Cobblestone-Wall. Mein Toilettenpapier. Nice. Damit weiß ich auf jeden Fall, was ich anfangen kann. Na, hier ist... Aha, Dr. Cheetah wird neidisch sein, so viel Toilettenpapier, wie ich habe. Ja, das ist ein anstrengender Tag. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.